erwartet uns in Europa eine griechische Staatspleite, wenn die Milliarden aus den Bürgschaften tatsächlich fällig würden. Dabei zahlen wir Deutschen am meisten. Eine europäische Rettungsübung reiht sich an die nächste. Seit Monaten. Irgendwie nach dem Prinzip Versuch und Irrtum. Herbert Klar und Christian Rode mit einer schmerzhaften Chronik des Griechenland-Dramas. 3, 2, 1. Januar 2002. Der Euro wird gemeinsame Währung. Auch Griechenland darf dabei sein. Die Politik verspricht Stabilität von Berlin bis Athen. Theo Weigel, Euro-Gründungsvater. Ich bin glücklich, denn ich habe die letzten 10 Jahre viel mitgemacht, viel Blessuren ertragen müssen und freue mich, dass das Werk jetzt gelungen ist. Gelungen? Im November 2004 kommt raus, Griechenland hat beim Euro-Beitritt betrogen, meldete der EU-Statistikbehörde über Jahre gefälschte Verschuldungsraten. Die lagen in Wahrheit weit höher, immer über den vorgeschriebenen 3%, Konsequenzen damals keine. Wie auch, die rot-grüne Regierung war ein ganz schlechtes Vorbild. Sie bricht 3-mal hintereinander den Euro-Stabilitätspakt, macht viel mehr Schulden als erlaubt. Dem damaligen Finanzminister Hans Eichel ist das egal. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt, wie gesagt, als Paragraphenwerk und juristisch angewandt, macht keinen Sinn. Ein Freibrief für Griechenland. Dessen Schulden steigen rasant. Von 224 Milliarden Euro 2006 auf rund 300 Milliarden Euro 3 Jahre später. April 2009. Die internationale Finanzkrise verschärft Athens Probleme. Proteste gegen Steuererhöhungen und Rentenkürzungen. Das Gespenst vom Staatsbankrott geht um. Der griechische Finanzminister wickelt ab. Es wird keinen Staatsbankrott geben. Wir diskutieren das noch nicht einmal. Ein Jahr später. Der griechische Ministerpräsident auf Battletour. Griechenland steht vor der Pleite, doch Angela Merkel hofft, dass sich die Märkte von selbst beruhigen. Wir haben beide noch einmal betont, dass Griechenland uns nicht um Geld gefragt hat. 4 Wochen später ist es soweit. Der griechische Ministerpräsident gesteht den drohenden Bankrott. Ich sehe es als dringende nationale Notwendigkeit an, die Hilfe von EU und internationalem Währungsfonds in Anspruch zu nehmen. Griechenland kann keinen Blankoscheck erwarten. Es ist ein Antrag gestellt. Das ist noch lange keine Bewilligung. Die folgt nur 10 Tage später. Der Bundestag stimmt dem ersten EU-Hilfsprogramm zu. Deutschland ist mit 22 Milliarden Euro dabei. Die Grundlage für dieses Gesetz ist eine Ultima Ratio, also eine Notsituation. Und die soll einen Bruch des EU-Vertrags rechtfertigen. Denn der legt fest, ein Mitgliedstaat haftet nicht für die Verbindlichkeiten eines anderen Mitgliedstaats. 5. Mai 2010. Die Schuldenkrise eskaliert. Bei Ausschreitungen in Athen gibt es Tote. Griechenland hatte sich verpflichtet, massiv zu sparen, Steuern zu erhöhen und tausende Staatsdiener zu entlassen. Die Bürger wehren sich. Brüssel. In der Nacht zum 9. Mai muss die EU das ganze Eurosystem retten. Die Summe gigantisch. 750 Milliarden Euro. Deutschland garantiert für rund 124 Milliarden. Ich kann es zu den Bürgerinnen und Bürgern so sagen, wir schützen das Geld der Menschen in Deutschland. Dafür scheint jedes Mittel recht. Die Politik drängt die Europäische Zentralbank zum Kauf wertloser Staatsanleihen, zum Beispiel aus Griechenland. Für diese Schrottpapiere gibt die EZB Staaten und Banken harte Euros, bis heute rund 75 Milliarden. Wieder ein EU-Vertragsbruch. Denn der unmittelbare Erwerb von Schuldtiteln durch die Europäische Zentralbank ist verboten. Ein Jahr später, Juni 2011. Der Bundestag segnet weitere Griechenland-Hilfen ab. Bedingung: Auch private Gläubiger müssen Griechenland stützen. Der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble hofft so, die deutschen Steuerzahler etwas zu entlasten. Und deshalb müssen wir auf der Beteiligung des Privatsektors bestehen. 10 Tage später ist Schäubles Versprechen hinfällig.
der EU-Sondergipfel beschließt, Banken sollen sich an der Griechenland-Hilfe zwar beteiligen, allerdings freiwillig. Doch welche Bank ist dazu schon bereit? Fest steht, zwischen 2011 und 2015 muss Griechenland einen großen Teil seiner Schulden zurückzahlen. Insgesamt 198 Milliarden Euro. Wie die Griechen das schaffen sollen, völlig offen. Europas Politiker haben Entscheidungen lange verzögert. Jetzt feuern sie Griechenland umso mehr an, rigoros zu sparen. Sonst keine Hilfen mehr, so das jüngste Diktat der EU. Doch unsere verliehenen Milliarden verschwinden vor allem im griechischen Schuldendienst. Und die Wirtschaft? Abgewürgt durch Kaputtsparen. Jeder einzelne Grieche merkt die verordnete Radikalkur inzwischen. Manche büßen gar ein Drittel ihres Einkommens ein. Konsum bricht zusammen. Joachim Barz, Sebastian Engelmann und Reinhard Lasker zeigen, die Auflagen der Retter schnüren Griechenland die letzte Luft ab. Der Widerstand auf der Straße wächst. Kommt, holt es euch, steht da, als müsste Griechenland sogar seine Akropolis verkaufen. Europa trifft geradezu Hass. Das Hakenkreuz in EU-Symbolik, Merkel und Sarkozy als Nazis, Volkszorn in Athen. Vor der Abstimmung zur Vertrauensfrage machen die Menschen mobil gegen den Sparkurs, zu dem Griechenland von EU und IWF gezwungen wird. Steuern und Preise steigen, Löhne und Gehälter sinken. Folge: Der Konsum bricht zusammen, die Arbeitslosigkeit hat 15% erreicht. Das sogenannte Konsolidierungsprogramm hat das Land in Wahrheit in die Rezession gestürzt. So kann es nicht weitergehen. Was die griechische Wirtschaft braucht, ist zunächst einmal Liquidität und dann natürlich auch Investitionen. Denn wenn die Realwirtschaft hier zugrunde geht, dann ist mit Sicherheit kein Geld mehr da, um in der Zukunft irgendwelche Schulden zurückzuzahlen. Athen hat sein Defizit laut OECD schon um 7,5 Prozentpunkte gesenkt innerhalb eines Jahres. Kein Industrieland hat das in den vergangenen 25 Jahren geschafft. Griechenland hat in den letzten 12 Monaten enorm versucht, diese Konsolidierung voranzutreiben. Die Gehälter sind real massiv gekürzt worden, die Sozialtransfers sind massiv gekürzt worden. Von daher gesehen macht Griechenland mehr, als man eigentlich fairerweise hätte erwarten können, um hier zu dieser Konsolidierung heute schon beizutragen. Unternehmen müssen reihenweise dicht machen. Einer der wenigen, der noch investiert, ist Lambis Tassakos, Chef eines deutschen Autozulieferers, der in Athen eine Tochterfirma unterhält. Hier entwickeln die Mitarbeiter Software für Roboter. Seiner Firma geht es noch gut, weil sie ihren Hauptsitz in Deutschland hat. Doch Tassakos beobachtet, dass viele andere Unternehmen in Griechenland Mitarbeiter entlassen, weil es immer weniger Aufträge und kaum noch Kredite von den Banken gibt. Folge des Sparkurses. Nur sparen reicht nicht aus. Wir müssen auch für das Wachstum was tun. Wenn man nicht diese konstruktive Maßnahme für Wachstum auch gleichzeitig und nicht erst nach 2 Jahren macht, dann wird es hier ein Desaster werden. Herr Präsident. Ein mögliches Desaster nehmen die Euro-Finanzminister offenbar in Kauf. Denn weitere Milliardenhilfen machen sie von einem noch schärferen Sparkurs Griechenlands abhängig. Ein Irrweg, kritisieren Ökonomen. Die Hilfsmilliarden dienten nur dem Schuldendienst, nicht der griechischen Wirtschaft. Was fehle, sei ein Konjunkturprogramm. Mich ärgert an diesen Forderungen auf eine rasche Konsolidierung, dass sie im Prinzip das Problem nicht lösen, sondern verschärfen. Und das Problem Griechenlands besteht darin, dass es strukturelle Schwächen hat, dass Griechenland im Moment eine riesige Arbeitslosigkeit hat. Und die lässt sich durch keine Politik der Welt kurzfristig jetzt korrigieren. Da hilft nur, mittel- und langfristig auf Wachstum, auf Beschäftigung zu setzen. Und beides kann eben jetzt kurzfristig nicht durch Sparrunden ausgelöst werden, sondern ganz im Gegenteil. Jetzt bräuchte Griechenland Hilfe, um selber wieder auf die Beine zu kommen und damit erst die Kraft zu finden, ökonomisch dann auch diese Schulden zurückbezahlen zu können. So bleiben die Börsen nervös, denn ein klares Signal der EU-Finanzminister fehlt. Die Baderbank in Frankfurt handelt Staatsanleihen. Bei den griechischen steigen die Risikoaufschläge dramatisch.
Die Zinsen für zweijährige griechische Staatsanleihen vervielfachten sich innerhalb nur eines Jahres von 6% auf 28%. Also griechische Anleihen rentieren im Moment ganz klar auf Default-Niveau, das heißt auf Kreditausfallniveau. Im Moment ist es so, dass Anleger eher davon ausgehen, dass es zu einem Kreditausfall kommt und den Aussagen der Politiker im Moment nicht vertrauen. Der Markt, so heißt es hier, habe jedes Vertrauen in die Politik verloren, rechne mit einem Schuldenschnitt von bis zu 40%. Die privaten Gläubiger haben das längst erkannt und reagiert. Deutsche Banken haben in den letzten 12 Monaten in einem hohen einstelligen Milliardenbetrag ihr Engagement reduziert. Sie haben damit Risiko aus ihren Bankbilanzen rausgenommen und haben trotz der gefallenen Kurse auch Verluste in Kauf genommen. Mit etwa 23 Milliarden Euro sind deutsche Banken in Griechenland engagiert. Auf private Banken entfallen dabei nur 2,6 Milliarden Euro. Den größten Anteil tragen die teilstaatliche Commerzbank und staatliche Banken. Die Forderung nach einem Einbezug privater Gläubiger ist einerseits zwar völlig richtig, aber andererseits realerweise nur eine Scheindebatte. Sie ist eher Symbolik als tatsächlich eine große Hilfe. Das hängt damit zusammen, dass diejenigen deutschen Gläubiger, die konnten, sind längst aus Griechenland entwichen. Und so bleibt die Hauptlast am Steuerzahler hängen. Den größten Anteil tragen die Deutschen. Professor Dreger vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hat ausgerechnet, was die Griechenland-Krise Deutschland kosten könnte. Für den Fall, dass Athen die Hälfte der Schulden erlassen wird oder dass immer weiter Hilfsgelder fließen. Ergebnis: beides kostet ca. 35 Milliarden Euro. Das entscheidende Fazit ist, glaube ich, dass die Umschuldung griechischer Schulden dem Steuerzahler nicht mehr kosten muss als die fortlaufende weitere Gewährung von neuen Krediten. Diese fortlaufende Gewährung von neuen Krediten, die kostet den Steuerzahler sicherlich mehr. Es ist auch letztendlich ein Spiel mit ungewissem Ausgang. Man weiß ja letztendlich nicht, was man von diesen Krediten wieder sieht. Folgerung des DIW: lieber ein schneller Schnitt als ein Schrecken ohne Ende. Denn sollte Griechenland pleite gehen, würde es den deutschen Steuerzahler sogar 56 Milliarden Euro kosten. Vor dem Parlament in Athen harren sie aus vor der entscheidenden Abstimmung. Erst wenn die Abgeordneten dem Sparpaket zustimmen, gibt die EU 12 Milliarden Euro frei. Die braucht Athen, um Zinsen für Staatsanleihen zurückzuzahlen. Im Juli sind sie fällig. Bekommt Griechenland das Geld nicht, ist der Staat pleite. Ein Kreditausfall von Griechenland hätte zur Folge, dass wir meiner Meinung nach es zu einer schweren Krise kommen sollten. Eine Krise, die ein ähnliches Ausmaß hätte wie nach der Lehman-Pleite. Es ist überhaupt nicht ausgeschlossen, dass ein Staatsbankrott Griechenlands über verschiedene Ansteckungseffekte, sogenannte Dominoeffekte, in anderen Ländern zu einem Flächenbrand führen könnte, der in seiner Dimension in nichts der Finanzmarktkrise des Jahres 2008 nachstehen würde, weil wiederum dann sehr viele Banken, Kapitalgeber aus anderen Ländern mit in den Strudel gerissen würden, angesteckt werden würden und dadurch eben in der Folge auch für Deutschland gewaltige makroökonomische Verwerfungen die Folge wären. Um solche Verwerfungen zu vermeiden, schlägt EU-Kommissionspräsident Barroso heute vor, Griechenland mit einem Konjunkturprogramm von 1 Milliarde Euro zu helfen. Ein überfälliger Vorschlag, zu wenig, zu spät. Das geplante Spargesetz kann nur eine funktionierende Regierung durchsetzen. Wegen der großen Proteste wird Griechenlands Ministerpräsident Papandreou heute Nacht im Parlament die Vertrauensfrage stellen. Bei einem Thema, über das Frontal 21 berichtete, hat sich etwa